In den letzten Tagen hatten viele Menschen mit der Hitze zu kämpfen. Wenn man dann noch am Herd stehen muss, ist das schon eine echte Herausforderung. Und richtig schwierig wird es, wenn man dazu weder essen noch trinken darf. Genau so geht es im Moment vielen Muslimen. Seit dem 18. Juni ist Ramadan und für gläubige Muslime bedeutet das zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang den Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung. Und wirklich erst, wenn die Sonne verschwunden ist, wird das Fasten gebrochen. Das ist Kabsa, ein typisch arabisches Gericht. Eines von vielen, die Ghada al-Nabig heute für ihre Familie und die Gäste vorbereitet. Den ganzen Tag steht sie schon in ihrer Küche. Hilfe bekommt sie von Tariq, einem ihrer vier Söhne. Gegessen und getrunken hat sie seit Stunden nicht mehr. Das ist nicht schwer. Erster Tag, ja, okay, schwer, da bekomme ich Kopfschmerzen und ein bisschen schwindelig, aber zwar dritter Tag ist es kommt normal, es läuft, ist normal. Es ist kein Problem. Noch gute 2 Stunden bis zum Fastenbrechen. Der Rest der Familie wartet im Wohnzimmer. Bashir Abu Bakr ist Kardiologe und kommt gebürtig aus Gaza. Der Ramadan, ein wichtiger Teil seines Lebens. Viel Zeit mit der Familie verbringen, das ist das Besondere. Ich bin daran gewohnt, auch von zu Hause, dass insbesondere im Ramadan, dass wir so alle, die ganze Familie zusammentreffen auf einen großen Tisch. Das ist das Schöne dran. Bestimmte Essensregeln gibt es im Ramadan eigentlich nicht. Eine Suppe und Teigtaschen sind aber fast immer dabei. So einen Riesenaufwand wie heute betreibt Ghada al-Nabig nicht immer. Normalerweise wir machen das nicht so. Wir machen also 1 oder 2 Hauptgerichte. Aber wenn die Gäste kommen, muss man viele verschiedene die Gerichte machen und Süßigkeiten machen. Ja. Vier Kollegen aus der Kardiologie samt Ehefrauen und Kindern sind heute zum Iftar, also dem Fastenbrechen, eingeladen. Sie stammen aus Libyen, Afghanistan, Syrien. Und das sind auch nicht nur Kollegen, das sind meine Brüder, die ich sehr mag auch. Das ist Schöne an Ramadan, dass, wenn man allein ist, das wie Einsamkeit. Auch wenn ihre Familien in der ganzen Welt verstreut sind, heute ist von Einsamkeit nicht zu spüren. Gespanntes Warten. Den Zeitpunkt für den Iftar meldet ganz modern eine App auf dem Smartphone. Wunderbar, das ist in Ramadan der Moment, wo man sich darauf freut. Es ist islamisch auch so, dass gerade diesen ersten Dattel in den Mund zu nehmen, wo man sich freut, da warten wir den ganzen Tag drauf. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl, also, und den ersten Schluck Wasser in den Mund zu nehmen. In der Küche, ganz traditionell, kümmern sich die Frauen um die vielen Gerichte. Jetzt darf probiert werden. Die Männer beten derweil im Wohnzimmer. Männer und Frauen essen heute getrennt, aus Platzgründen. Und bei den Temperaturen ist die Terrasse der Frauen eindeutig von Vorteil. Die Nacht ist noch lang. Wir werden jetzt ordentlich essen, bis 3 Uhr. Ab 3 Uhr dürfen wir nicht mehr essen, dann ist wieder vorbei. Dann fängt der Tag wieder bei uns von vorne an, bis 10 Uhr abends wieder. Oder 5 vor 10, je nachdem. Doch jetzt können sich alle erst einmal über dieses Essen freuen. Und über das Zusammensein mit der Familie und den Freunden. Amagusi ist jetzt bei mir. Sie sind auch Kardiologe und Sie fasten natürlich auch. Ja. Wie war das in den vergangenen Tagen, als es so heiß war? Stelle ich mir sehr schwierig vor. Das war es tatsächlich. Da muss man wirklich einen starken inneren Willen haben, den der Glaube ja voraussetzt, um diesen Ramadan-Monat auch zu überstehen. Es ist hier sicherlich für die Leute, gerade jetzt jüngere, aber auch ältere Menschen, kranke Menschen, nicht einfach. Die sind aber eh auch ausgenommen davon. Es gibt noch andere Menschen, die ausgenommen sind vom Fasten? Ja, natürlich die schwangeren Frauen, die stillenden Frauen, die gerade ihre Menstruation haben. Und wie gerade erwähnt, auch die, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Mhm. Gibt es, jetzt kommen wir mal auf Ihren Job, Sie sind Kardiologe, gibt es auch mehrere kardiologische Notfälle in dieser Zeit? Ja, wir beobachten tatsächlich, gerade bei den Patienten, die nicht ihre Medikamente regelmäßig einnehmen oder die sie weglassen, in dieser Zeit zu Entwicklungen, die dem geschuldet sind. Das sind Blutdruckentgleisungen, wenn man seine Blutdruckmedikamente nicht nimmt. Das sind Stoffwechselveränderungen an der Schilddrüse, wenn man seine Schilddrüsenmedikamente
Nahrungsmittel nicht nimmt. Und das sind gerade bei den Diabetikern, das kommt sehr, sehr häufig vor, sogenannte Unterzuckerungen im Rahmen des mangelnden Insulins, den die Patienten oder im Rahmen der mangelnden Nahrungsaufnahme. Jetzt haben Sie gerade gesagt, gerade kranke Menschen auch, die müssen sich nicht so streng an den Ramadan halten. Ist das dann falscher Ehrgeiz oder warum machen die das? Der Koran sagt eindeutig, dass der Kranke vom Ramadan befreit ist, unter anderem der Kranke. Dieser falsche Ehrgeiz ist natürlich auch dieser Druck, dem die Kranken ausgesetzt sind. Die anderen fasten, ich darf nicht fasten, ich muss Medikamente nehmen. Viele wollen trotzdem dabei sein, können nicht loslassen. Aber genau das ist der falsche Ansatz, denn die machen sich umso kränker. Und das ist falsch. Die Gesundheit ist im Islam ein unglaublich wichtiges Gut, ein hohes, wichtiges Element. Und das muss man schützen. Kann man sich eigentlich vor Sonnenaufgang dann auch noch mal ein bisschen darauf vorbereiten, auf die Phase, die dann kommt? Ja, vor dem Sonnenaufgang steht man normalerweise auf, isst noch mal was Kleines, trinkt vor allen Dingen, gerade jetzt bei diesen Temperaturen. Und es gibt Leute, die dann auch ihre Medikamente schon einnehmen, ihre Morgenmedikamente, obwohl das eigentlich 4 Stunden zu früh ist. Aber man bereitet sich im Prinzip auf den Tag vor. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wir haben 19.38 Uhr. Wann ist heute Sonnenuntergang? Heute ist das um 21.54 Uhr. Also wir haben noch 3 Stunden Zeit. Aber man merkt es nicht. Man gewöhnt sich dran. Aber ein bisschen Appetit haben Sie schon. Absolut. Es wäre falsch zu sagen, wenn Sie mir ein Glas Wasser anbieten würden, ich hätte Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Wir lassen das, sonst machen wir Sie noch irgendwie besonders wild. Amaguchi, danke für Ihren Besuch bei uns und guten Appetit nachher dann um 21.54 Uhr. Danke.